Nach den ersten Tests der Schulenauswahlprüfung war es schließlich an der Zeit für die Abschlussprüfung. Naruto musste gegen Neji Hyuga antreten, der als der stärkste Genin von Konoha galt. Neji besiegte Hinata Hyuga in den Vorkämpfen ohne Mühe. Aber den Spruch "einmal ein Verlierer, immer ein Verlierer" konnte Naruto nicht einfach auf sich und Hinata sitzen lassen. Und so schwor er Rache. Ich werde gewinnen! Jetzt lernst du auf die harte Tour, dass niemand das Schicksal verändert. Du kannst mich nicht besiegen. Das ist nicht dein Schicksal. Ich werde doch nicht gegen einen Feigling verlieren, der die ganze Zeit immer nur irgendwas von Schicksal schwafelt. Ich freue mich schon auf deinen verzweifelten Blick, wenn du die Wahrheit erkennst. Erbärmlich. Hier drüben. Nicht mal so schlecht. Du wärst der Letzte, gegen den ich verliere. Vergiss es! Dein erbärmliches Daneben. Hier drüben. Vier Hände, acht Hände, 16 Hände, 32 Hände, 8 Trigramme, 64 Hände. Ich muss unbedingt was unternehmen. Das ist übel. Daneben. Erwischt. Hier drüben. Unfassbar. Wie konnte ich? Jetzt hör bloß auf mit deinem Gelaber, dass niemand sein Schicksal ändern kann. So ein Quatsch. Denn du hast es gut. Im Gegensatz zu mir bist du kein Versager. Neji hatte in Bezug auf die Zweigfamilie des Hyuga-Clans einmal gesagt, ihr Schicksal kann man nicht ändern. Aber er ließ sich vom Kampf gegen Naruto inspirieren und glaubte, es doch ändern zu können.